Jetzt sind wir am Ortgang auf der anderen Seite angelangt und jetzt kann ich euch mal im Detail zeigen, wie das funktioniert. Der Ortgangsziegel ist der allerletzte Ziegel, der eine Ziegelreihe abschließt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, so einen Abschluss zu gestalten. Ich habe mich halt für den Ortgangsziegel entschieden. Der Ortgangsziegel sieht im Endeffekt von oben erstmal aus wie ein ganz normaler Ziegel, aber auf der Rückseite, eher gesagt von der Seite, seht ihr, gibt es halt eben diese Planke. So, dann gibt es noch eine Besonderheit an dem Ortgangsziegel und diese ist hier oben in der Mitte, nämlich ein kleines Schraubloch. Das ist schon quasi beim Brennen vorgegossen. Dort ist ein kleiner Stipp noch an Ziegelmaterial drin. Der wird dann mit der Schraube quasi durchstoßen und dieser Ziegel ist derjenige, der auf jeden Fall angeschraubt wird. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier seht ihr, der unterste Ortgangsziegel ist schon angeschraubt und das ist wichtig. Ihr müsst es wirklich richtig checken, was ihr da macht, weil die sind angeschraubt und dann müsstet ihr quasi von oben anfangen, alle wieder auszuschrauben, weil sonst kommt ihr da einfach nicht mehr ran. So. Wir nehmen uns jetzt hier quasi den Ortgangsziegel. Und hier ist ja mein Balken, den ich dort angebracht habe. Die Lattung geht bis hier draußen. Ich habe noch eine Lattung von unten, weil dort noch so ein Schalbrett von unten dagegen kommt für den Look. Und dann nehmt ihr den Ortgang hier, wie gesagt, mit dieser leicht versetzten, nach außen schräg laufenden Flanke. Nehmt ihr, setzt den genauso wie alle anderen Ziegel hier auf. Schön hier unten einsetzen, gucken, dass die anderen Ziegel den schön auch einbetten, so dass er nicht mehr wackelt. So, und jetzt ist was ganz Wichtiges, und zwar, weil von unten noch eine Zinkverschalung drankommt über den Balken, muss ich einen Zentimeter von meinem Balken mit der Oberkante weg sein. Das heißt, ich messe hier 10 mm, gucke, dass der immer noch richtig sitzt hier, messe nochmal 10 mm, guck einfach, so, der sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Dann kommt eine 4,5er mal 45er Edelstahlschraube, die könnt ihr da jetzt reinsetzen, dann könnt ihr entweder da einmal so gegentippen oder einfach mit dem Schrauber jetzt einmal so klack, dann geht das durch. So, nach fest kommt ab. Ihr könnt die zu fest schrauben, dann würde sogar die Ziegel brechen. Es gibt hier oben ein Feld, wo quasi die Senkkopfschraube auftrifft. Und wenn die dort auftrifft, gerne nochmal eine Viertelumdrehung gleich zurück, weil die Ziegel ist mega fest, aber es ist noch ein bisschen Spiel, weil auch die Ziegel sich natürlich bei Wärme, Kälte ausdehnen. Holz arbeitet und so weiter. Ein bisschen Spiel muss man dem lassen, damit das Ganze definitiv nicht bricht. Tada! Hier liegt jetzt einer der beiden letzten Ortgänge am Ende des Hauses vor meinen Füßen. Und da möchte ich euch kurz was zeigen. Und zwar, da haben wir eine Schnittkante, weil die beiden Ortgänge aneinandertreffen. Und diese Steine sind edelingobiert. Und da haben wir uns Edelingobe im Fässchen gekauft und dann kann man nämlich solche Schnittkanten wunderbar nachinkubieren, so dass die schön aussehen und wetterbeständig bleiben an diesen Stellen. Ja, ihr habt richtig gehört, der letzte Stein. Ich setze ihn hier schon mal eben kurz auf, weil ich dazu hier auch ein bisschen klettern muss kurz. Wie die ganze Zeit bei diesem Projekt, die Frisur sitzt nicht, aber ich feiere den Moment trotzdem, denn die beiden Ortgänge sind fertig angebracht. Das heißt, die rechte und linke Seite des Daches küssen sich oben. Traumhaft. Es regnet, aber wir sind nicht klein zu kriegen, denn wir müssen noch ein paar Sachen, die ganz wichtig sind, einfach noch erledigen. Aber hier kann man noch sicher stehen. Wo ich jetzt gerade sage, fängt es noch doller an zu regnen. Das kann ja gar nicht wahr sein.
Der Jürgen hat nämlich was erfunden und das ist unsere Trennung zum Nachbarn. Und zwar ist das KVH, aber geschraubt Schicht, und nicht verleimt. Nicht verleimt ist Schicht verschraubt. Ja, nicht Schicht verleimt, sondern Schicht geschraubtes Holz. Und das reicht total aus für unseren Zweck, weil wir müssen eine Trennung, eine Wulst zwischen den Dächern erstellen, wo nachher Bleinocken drüber gelegt werden, zu unserer Seite. Und zu der anderen Seite wird ein Klebeband. Wie heißt denn das Klebeband eigentlich? Fürstklebergradrolle. Fürstklebergradrolle. Nein, Fürstrolle oder Gradrolle. Fürstrolle oder Gradwand, Gradrolle. Und das kann man auf den alten Ziegel nämlich einfach draufkleben. Und damit ist das super dicht. Und auf unserer Seite kommen natürlich die edlen Bleinocken für aber 2,8 Milliarden Euro drauf. So, und es regnet und wir werden pitschernass. Egal. Manometer, Ressourcen sparen ist das Thema. Also Taschen, Hosen, Taschen und so weiter aufräumen. Ey, ich habe die Hose heute Morgen angezogen. Das war einfach so schwer. Und habe mich gefragt, was? Ja, das war alles drin. Und genau, also kann man ja alles noch gebrauchen. Ist nicht kaputt. Und auf jeden Fall nutzen. Endlich scheint die Sonne wieder draußen und es ist Wochenende. Wir können weitermachen am Dach. Yes! Heute werden Bleinocken geschlagen und nicht geschlagen, sondern... keine Ahnung, gelegt oder whatever. Auf jeden Fall ist noch eins echt krass, weil der Müll hört einfach nicht auf. Es ist immer dreckig, immer irgendwas. Noch die letzten Ziegel, die wir alle hier reingebracht haben vom Abdecken. Alles muss noch runter und weg und dann geht's los hier drin mit der Dämmung und dann die Aussparung der Dachfenster, die noch hier oben reinkommen, weil jetzt ist es echt richtig dunkel mit nur einem Fenster hier drin. Aber auch das wird und na, jetzt gucken wir erstmal, was der Tag so bringt. Der Morgen fängt super an und ein fettes Dankeschön an die Firma Brass, denn ich habe endlich die beiden Formsteine am Start. Das heißt, ich habe einmal unseren Sani-Lüfterstein und dann auch noch den Stein, damit die Fernsehantenne wieder angebracht werden kann. Also traumhaft. Ja, wie das immer ist, es ist schönes Wetter und die Jungs sind schön Wetterarbeiter und ich muss wieder die Drecksarbeit machen. Ich habe nämlich hier, oh verdammt, ist dunkel. Ich habe schon wieder tonnenweise Dreck rausgeholt, aber wie ich euch ja schon gesagt habe, interessiert euch wahrscheinlich nicht, aber da unten seht ihr das alte Klappfenster noch auseinandergenommen, das Glas ist da noch drin, zum Glück ganz. Und dann habe ich gerade die Heizung zerschlagen, gusseisern, mit dem Vorschlaghammer, Schutzbrille auf und ab die Post. Und das Allerwichtigste hier, die Kopfhörer. Kopfhörer, Musik drauf und direkt auch als Gehörschutz zu verwenden. Thumbs up. Und die schönen Wetterarbeiter, die machen einmal geschnittene Ziegeln für den Anschluss. Habe ich euch ja gezeigt, das schichtverschraubte Holz, was ich mit dem Jürgen zusammen noch im Regen konstruiert habe. Und da kommen jetzt die Bleinocken drüber. Das zeige ich euch gleich nochmal in nah. Die werden zugeschnitten und das ist das Tolle noch am Blei. Auch wenn es schon ein Werkstoff ist, der seit Jahrhunderten verwendet wird. Aber es gibt noch keinen wirklichen Ersatz, der nicht irgendwie nach ein paar Jahren kaputt ist. Auch wenn Blei echt nicht das coolste Zeug ist, aber es hält einfach. Und genau, da werden jetzt die Bleinocken drüber gezogen und auf der anderen Seite ist schon mit dieser Fürstrolle oder wie das Zeug hieß nochmal, wurde das Ganze verklebt. Und der Jürgen bohrt in jede einzelne Ziegel, weil die verschraubt werden müssen. Und die sind ja geschnitten, dementsprechend haben die kein vorgebohrtes Loch. Müssen wir in jede Ziegel ein Loch reinbohren, damit wir die dann verschrauben können. Das ist schon ein schöner Diamantbohrer, der innen noch dann drin ein Kühlmittel hat, genau, als Wachs eingetragen, aber leidlich funktioniert, wenn man schon mal gar nicht was Pinter. Wir haben festgestellt, wenn man die regelmäßig noch mit Wasser kühlt, dann halten die deutlich länger. So, hier seht ihr auf der einen Seite mit Flexband von unserem schichtverschraubten Holz dann auch runter auf die alten Ziegel von der Nachbarseite. Und der Christian macht gerade schöne Bleinocken. Ja, er wollte nämlich eigentlich Bäcker werden und
Ja, da er jetzt keine Torten backen kann, muss er Bleinocken machen. Das Coole ist bei diesem Blei, was ungefähr 1,5 Millionen Euro pro Rolle kostet, dass man das noch schneiden kann. Man muss nur vorsichtig sein beim Schneiden, dass die Beschichtung nicht abgeht. Der First wird installiert und das machen wir jetzt hier mit unseren Firstnägeln. Es gibt zwar eigentlich ein etwas neueres System als diese Firstnägel, aber das neuere System zeige ich euch gleich unten. Das ist für uns leider nicht wirklich cool und nicht akzeptabel, weil das ist für ein neues Dach super, aber für ein, so wie wir es jetzt gebaut haben, müssten wir alles wieder abbauen, oben die Tragplatten wieder neu setzen und ja, es ist einfach viel zu viel Arbeit und mit dem Firstnagel funktioniert es genauso. Wir haben eine Schnur gespannt, einmal von der Seite bis zur anderen Seite und genau, und jetzt schlagen wir die Firstnägel ein und können dann die Traglatte setzen und dann kommen die Firststeine drauf. Guck mal, hier haben wir einen von diesen Haltern jetzt mal benutzt. Geht aber auch wirklich nur am Ende. Kennt ihr das, wenn man spontan einfach seine Meinung ändert? Also die, diese doofen Dinger, die sind doch gar nicht so doof. Doch, die sind doof, aber am Ende sind die gar nicht schlecht. Also, also es gibt Sonderfälle, wie der Jürgen sagt, da passen die. Und also nehmt einfach, was bei euch passt. Einfach, ist doch völlig egal. Hauptsache, das Dach hält. Und es ist dicht. Aber die sehen echt gar nicht so schlecht aus. Egal, wir haben jetzt Firstnägel drin. Die sind viel, viel länger und schöner. Und nostalgisch. Wir haben hier einmal die Firstlatte aufgesetzt. Und hier am Ende haben wir jetzt ja eins von diesen neuen, modernen Firstlattenhaltern genommen. Und hinten sind Firstnägel drin, habe ich euch vorhin gezeigt. Hier drauf kommt die First- und Gratrolle. Die dichtet im Endeffekt jetzt quasi die Firstlatte mit dem anliegenden obersten Stein an. Hier seht ihr auch so ein Klebestreifen dran. Und die ist hier diffusionsoffen. Das heißt, es kann hier alles also die Luft kann hier entzirkeln, aber es kann keine Nässe eindringen. Und genau. Und da drauf wird dann nachher der Firststein draufgelegt. Und da seht ihr, ist hier auch eine Bohrung. Und da wird er dann nachher schön fest verschraubt mit der Firstlatte. Ja, und dann bin ich doch happy, dass wir einen richtig schönen First haben. Und der Jürgen nutzt gerade einen von seinen selbst montierten, wunderbaren Ankern. Auch wenn das mal so schön gerade liegt. Ja, liegt wunderbar. Liegt hier schön anschmieren. Tippitoppi. Jetzt kommst du in den gefährlichen Bereich und hier siehst du ja alles. Das ist eine Perspektive, die hat keine Sau mehr nachher, niemand. Doch, ich. Du, natürlich. Aber sonst keiner, kein Normalo. Und der Firstendstein ist der erste Stein, der festgemacht wurde. Und jetzt kommen die nächsten Firststeine und werden mit einer Firstklammer an der Firstlatte befestigt. Natürlich mit einem Schlagschrauber. Zack, und wie man da sieht, wird dann der nächste Stein immer mit der Klammer gegen den nächsten festgehalten. Zwei Steine und fest ist der Spaß. Jetzt müssen wir nur noch bis hinten durcharbeiten und dann fertig. Opa! Wie viele Klammern habt ihr denn verbraucht? Keine Ahnung. Du. Wie viel wir verbraucht haben. Weiß ich nicht, der Rest ist im Garten. Und so schaut es aus, wenn der First dann liegt. Traumhaft. Super. Hinten wird der letzte Stein noch festgemacht. Super. Die Ziegel sind wirklich der absolute Kracher. Aber, liebe Leute vom Brass, warum fehlt hier unter dem Endfürststein die Edelendgrube? Das ist doch total bekloppt, oder? Also ich finde es auf jeden Fall blöd. Weil, klar, von unten sehe ich das nicht, aber Nanometer, also das ist doch nicht schwer, da noch ein bisschen Edelenkobe hinzumachen. Kurze Erklärung, wie man an einem schiefen Brett einen geraden Strich macht. Deshalb sind diese Stifte nämlich immer mit einer Kante, deshalb sind die viereckig. Weil dann kann ich hier, Achtung, einfach gerade ansetzen
und mach hier ein Strich. Das ist jetzt der sechste Strich zu dem. Egal. Der siebte Strich, ja. Man sieht auch eindeutig. Aber das ist gerade. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei ungefähr plus minus 1 Zentimeter. Also es ist ausreichend genau. Kannst du halten wie ein Dachdecker, sagt man. Ja, kann man halten wie ein Dachdecker. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Hier war mal eine Heizung. Genau, da ist der Rest noch. Und wie kriegt man so eine gusseiserne Heizung einfach quasi demontiert? Ich würde sagen, ich schätze, diese Heizung, die hier war, wiegt so, ich würde sagen, 200 Kilo. Ungefähr. Also erstmal der Hammer, was da überhaupt hing. Und dann, wie transportiert man das ab? Man kann es einfach nicht abtransportieren. Ich habe es ja erst versucht hier durchzusägen. Das ist einfach Materialverschwendung, das ist der absolute Horror. Dementsprechend gab es den tollen Tipp, schlag sie doch einfach kaputt. Weil hier die Gewinde, das ist ja alles verschraubt oben und unten, das ist einfach so durch. Da habe ich mir einen Wolf abgeschraubt, das ging einfach gar nicht. Deshalb jetzt einfach mit dem wunderbaren Vorschlaghammer. Bang! So. Geht das, ups, nicht das Fenster kaputt machen. Kann man es einfach kaputt schlagen in Einzelteile. Da seht ihr das. Und ich habe einfach so Rippen und das sind halt so die Reste klein geschlagen. Und dann kann man das super entsorgen. Thumbs up! Das ist das Schöne, wenn man sich erst zwischendurch immer wieder mal in der Kamera sieht, wie man aussieht. Es ist wirklich spät am Abend. Meine Uhr hat schon leider keinen Akku mehr. Wir haben auf jeden Fall spät, kurz vor Spätbelästigung aller Nachbarn, Familienmitglieder und so weiter. Aber ich, wie schon tausendmal gesagt, muss leider frühmorgens und spätabends arbeiten. So ist es halt. Aber ich habe es wieder geschafft, den Dachboden komplett clean zu kriegen. Und wie ihr wisst, ist das Dach jetzt ja quasi fast fertig. Es müssen nur noch die Traufen dran und Dachrinnen und dann können die letzten Ziegel rein, also die Schlussziegel quasi montiert werden und dann kommen die Gauben dran. Da werde ich aber wahrscheinlich gar nicht mit dabei sein, weil ich nicht da bin. Und na, wir werden es aber trotzdem dokumentieren irgendwie. Und dann geht es schon mit dem Innenbau los und Innenausbau und Umbau. Und da freue ich mich mega drauf. Also als allererstes dann mal die Dämmung von innen und die ganze Verplankung, der ganze Boden kommt raus. Neuer Boden rein, wahrscheinlich eine Fußbodenheizung, hier oben komplett eine Sanierungsfußbodenheizung. Ihr könnt euch freuen auf vieles. Ich finde es auf jeden Fall mega, dass ihr dabei seid und so zahlreich dabei seid und zahlreich kommentiert und Spaß habt. Und das freut mich. Ich wollte Danke sagen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und hier könnt ihr mich abonnieren und hier ist das nächste Video. Und tschüss.